Ende der englischen Woche, Ende des 28. Spieltags und damit Servus und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Montagabendspiel. Morgen um 19 Uhr empfangen wir Dynamo Dresden im Audi Sportpark. Bis zu 5000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden dort vor Ort sein. Ich darf an der Stelle jetzt auch unseren Cheftrainer Rino Capretti begrüßen und nachdem wir eh davon ausgehen, dass ihr Fragen zum Personal habt, habe ich mir jetzt gedacht, wir starten direkt mit dem Personal-Update, Rino. Wir hatten ja ein bisschen Verletzungssorgen in Mannheim, auch ein paar krankheitsbedingte Ausfälle, 19 Spieler waren im Kader. Wie sieht es denn für morgen Abend aus? Ja, servus in die Runde. Auf die Frage des Personals. Ja, die Situation ist nach wie vor so, wie sie ist. Max Nitken, Tobi Schröck, Nikola Stevanovic, Rico Preisinger, Visa Musliu, Domme Franke, Hans Sapai, Kostli, David Kopacz, Markus Ponat und Kelvin Brackelmann. Alle Spieler, die nicht zur Verfügung stehen. Die letztgenannten vier sind so langsam im Aufbautraining, haben den ersten Kontakt wieder zur Mannschaft. Also die Lage ist unverändert. Das ist Fakt. Ja, das ist so. Das war letzte Woche genauso. Da hat auch niemand gejammert. Wir haben es einmal gesagt, das ist so. Aber was wir jetzt machen können und was wir auch gegen Mannheim gezeigt haben, dass wir kämpfen, dass wir leidenschaftlich sind, dass wir ein intensives Spiel auch spielen wollen, dass wir dazu bereit sind. Und genau das ist auch wieder die Devise. In Mannheim hat sich die Mannschaft leider nicht belohnt. Das ist echt schade, weil wir echt viel investiert haben. Ist natürlich das eine oder andere auch gegen uns gelaufen, Stichwort Elfmeter. Aber auch da, das sind alles Widerstände, das sind alles Rückschläge. Davon lassen wir uns nicht abbringen. Wir wollen wieder Mentalität auf dem Platz haben. Wir wollen wieder Kampf. Wir wollen wieder alles auf den Platz bringen, gerade gegen Dynamo Dresden. Das ist die Devise. Dann sage ich schon mal vielen Dank. Auch wenn wir heute ein bisschen früh dran sind, weiß ich, dass ihr bestimmt euch Notizen gemacht habt und bestimmt auch schon die eine oder andere Frage draufsteht. Das heißt, wir würden jetzt direkt in die Fragerunde starten. Wer macht denn eurerseits heute Morgen den Anfang? Ich würde das gerne tun, wenn ich darf. Sehr gerne. Herr Schläge von der Bild Dresden, bitte. Rino, grüße dich. Schön, dich zu hören und zu sehen. Also. Ich würde mal mit einer generellen Frage anfangen wollen. Wahrscheinlich ist es für dich, auch wenn die Situation generell schwierig ist, kein Spiel wie jedes andere. Du triffst auf deinen Ex-Verein. Was geht dir dabei durch den Kopf? Und wenn du beide Stationen vergleichst, wo siehst du Parallelen? Gerade was die Schwierigkeiten betrifft und wo sagst du, das sind Unterschiede, da hat jeder Verein so seine eigene Geschichte, Philosophie, Problematik. Ja, erstmal, hi Tim. Worauf freue ich mich? Ich freue mich, dass ich den einen oder anderen vielleicht auch mal wiedersehe. Das ist klar, man hat sicherlich zusammen Zeit verbracht. Letzten Endes ist der Fokus aufs Spiel. Ich werde meine Mannschaft gut darauf einstellen, was auf uns zukommt. Wir wissen, was auf uns zukommt. Und das ist so der Hauptfokus und sind so meine Gedanken, die ich habe, wenn ich an Montag denke. Also Prio 1, einen guten Plan haben, einen guten Plan mitgeben, alles reinbringen gegen den Ex-Club. Ja, Parallelen. Letzten Endes bin ich dort angefangen, mittendrin in einer schwierigen Phase übernommen. Und sicherlich gibt es da Parallelen. Das ist nie einfach, wenn man dann eben einen Club übernimmt, der jetzt nicht an erster Stelle steht und wo es läuft, wo der Flow da ist. Das sind alles gute Erfahrungen, lehrreiche Erfahrungen für mich. Und ich habe da auch gerade auch in der Zeit in Dresden Ansätze mitbekommen, die ich auch hier anwende. Also von daher war es eine lehrreiche, hilfreiche Zeit für mich, eine gute Zeit. Hat sicherlich Parallelen und die Vereine natürlich total unterschiedlich. Aber letzten Endes, ist am Ende Fußball, ist der gleiche Sport. Beides Vereine, die leidenschaftliche Fans haben. Das hat mir an beiden Stationen super gefallen oder gefällt mir super. Und das ist das, was ich dazu sagen kann, Tim. Eine Nachfrage hätte ich da noch. Du hast es schon gesagt, die Parallelen sind, dass du bei beiden Vereinen eingestiegen sind,
Genau, weil es nicht läuft, weil die Probleme da waren. Sagt man sich manchmal als Trainer, es wäre schon schön, ich könnte mal zum Saisonbeginn einsteigen, nach meinen Vorstellungen eine Mannschaft formen. Oder kann man sich das in diesem Profigeschäft einfach schlichtweg nicht leisten, weil man, ich sag mal, da, wo man gebracht wird, auch sagen muss, mache ich oder mache ich nicht und nicht sagen kann, nö, wenn dann erst zum Saisonbeginn. Letzten Endes muss man da Entscheidungen treffen. Natürlich kann man sagen, ich mach's nicht, ich mach's nur zu Saisonbeginn. Es steht ja jedem frei. Ich habe mich bewusst für beide Situationen entschieden, ganz bewusst, weil das eben auch gute Herausforderungen sind für mich, für mich als Mensch, für mich als Trainer, für mich als Trainer, der ein Team führen möchte. Das sind super Geschichten. Natürlich ist das wieder eine andere Geschichte, wenn man eine Mannschaft übernimmt. Man hat eine lange Sommervorbereitung, man kann ganz viele Impulse reinsetzen. Dann ist das wieder eine ganz andere Nummer. Letzten Endes ja, muss man selbst für sich die Entscheidung treffen, was man macht. Ich habe ganz bewusst die Entscheidung getroffen und ja, ich bin mit der Entscheidung, egal welche sie war, immer gut gewesen, immer zufrieden gewesen, stand immer voll dahinter und das ist das, was zählt. Danke dir. Danke nach Dresden. Dann springen wir mal in die Redaktion des Donaukuriers und zwar zu Florian Wittmann. Guten Morgen in die Runde. Hallo, Herr Capretti. Eine Frage zu Muslius Ausfall. Der hat ja in Mannheim gelb gesperrt gefehlt. Ist er krank? Ist er verletzt? Und wäre es gerade vor dem Hintergrund, vielleicht sogar so dumm sich das anhören mag, besser gewesen, Domme Franke hätte die Notbremse nicht gezogen, kurz vor Schluss. Ja, auf die erste Frage, der Muslio ist ja, auf Länderspielreise, ist unterwegs, hat ein Qualifikationsspiel gegen Malta, wird sein 50. Länderspiel absolvieren, was eine herausragende Leistung ist, was wirklich total hoch anzuerkennen ist. Und da kann der Verein und wir auch alle stolz auf ihn sein, dass er das macht. Das zweite, Domme Franke, natürlich rote Karten, Notbremsen, denkt man sich immer, unnötig, muss man das machen bei dem Spielstand. Letzten Endes sind das Entscheidungen, die in der 100. Sekunde getroffen werden müssen. Domme will verteidigen, will das Tor verteidigen mit allen Mitteln. Natürlich, wenn man sich hinter einer Analyse hinsetzt, denkt man sich, ja, war es nötig, er selbst sagt, natürlich war es nicht nötig, aber ja, man sieht da auch den Charakter, dass er alles dafür tut, in Situationen einfach ja, das Tor zu verteidigen. Ja, über die Entscheidung, ob sie gut war oder schlecht, kann man hinterher immer leicht reden. Daran angeschlossen die Frage, in Mannheim war ja ein Aufwärtstrend zu erkennen, vor allem auch was auch Einsatzmentalität und dergleichen betrifft. Aber was fehlt der Mannschaft dann noch, um zu punkten? Ja, als allererstes ist es immer wichtig, und das hat man in Mannheim gesehen, dass wir diese Dinge auf den Platz bringen. Also Mentalität, Leidenschaft, Kampf, das ist das, was ich erwarte von jedem. Das hat man gesehen, dass wir es gebracht haben. Das habe ich gesehen, das haben Sie gesehen, das haben unsere Fans gesehen. Das ist immer, immer die Basis. Das ist unser Ansatz, unser Spiel. So gehen wir in jedes Drittligaspiel rein, vor allem am Montag gegen Dynamo Dresden. Ja, klar, warum belohnen wir uns nicht? Es hat viele Gründe. Ich würde mir dann auch wünschen, dass wir in der gegnerischen Hälfte klarer die Dinge ausspielen, dass wir hier und da auch etwas ruhiger in den Aktionen sind, damit wir die eben auch klar und effizient nutzen können. Das sind alles so Dinge, an denen müssen wir weiterarbeiten, dass wir einfach auch noch mehr Torchancen generieren. Aber das oberste Gebot ist Leidenschaft, Kampf, Mentalität. Das müssen wir immer bringen und dann werden wir uns auch belohnen, dann werden wir uns auch dieses sogenannte Matchglück auch mal erzwingen, was wir auch unbedingt brauchen, um auch eben auch Punkte zu holen. Dann danke Flo. Wir werfen noch mal einen Blick in die Runde. Und Roland Geier, wenn ich das richtig sehe, von der Neuburger Rundschau, möchte da gerne noch weitermachen. Gerne das Mikro öffnen. Servus in der Runde.
Herr Capretti, wie schwer hat Sie der Rücktritt von Malte Metzeler getroffen? Der hatte Sie verpflichtet. Wie stehen Sie dazu? Nun ja, solche Nachrichten sind natürlich immer nicht schön. Es ist ja total logisch. Ich habe Malte immer wahrgenommen und ich kenne Malte auch lange als jemand, der sich komplett in Dienst der Mannschaft des Vereins stellt, total fleißig, immer ja, sehr, sehr hart gearbeitet, immer im Dienst des Vereins. Tut mir persönlich natürlich leid, aber auch in dieser Phase, so hart es auch klingt, müssen wir weitermachen, müssen es weitergehen. Der Fokus ist jetzt beim Spiel gegen Dynamo Dresden und darauf konzentriere ich mich jetzt. Danke, Roland. Wir machen weiter mit dem Kicker und Bernd König. Meine Frage, die gerade gegen Mannheim ganz gut funktioniert und was ist den Personalbestand anstatt, da gehört ja wieder viel Fantasie dazu, eine Formation zu bilden. Kann es sein, dass Sie dieser Formation treu bleiben? Ich muss zugeben, ich habe nicht alles verstanden, das war wie ein Lückentext. Ein paar Wörter habe ich verstanden, ein paar nicht. Ich vermute mal, sie spielen wieder auf die Personalsituation und welche Formation auf den Platz geschickt wird. So in der Art, vermute ich. Richtig? Genau, ja. Ja. Ja, also wie schon eingangs gesagt, die Personallage bleibt angespannt. Ich habe auch mal geschaut. Ja, so auch Richtung Hinspiel, wie da die Aufstellung war und die komplette Viererkette plus zwei Sechser standen eben nicht auf dem Platz. Das sieht man einfach, ja, wie die Ausgangslage nun mal ist. Und wie ich schon gesagt habe, jammert hier keiner. Ja, wir machen weiter, wir kämpfen weiter. Das machen wir im Trainerteam, im Funktionsteam und im Team da unten. Da geht's immer vorwärts, Brust raus, Rücken gerade und gegen Widerstände ankämpfen. Formation, ja, wir haben in einer anderen Formation gespielt in Mannheim, weil es einfach die Personallage auch nicht wirklich anders hergegeben hat. Auch da wieder muss ich mir anschauen, muss ich mir Gedanken machen. Ich habe noch einen Tag, anderthalb Tage, um eben die beste Formation auf den Platz zu bringen, die besten Spieler, die wir gerade zur Verfügung haben. Das werde ich tun, das werden wir tun. Und eins ist ganz klar, und das auch wenn ich mich wiederhole, wir wollen da auch wieder ein leidenschaftliches Spiel auf den Platz bringen. Wir wollen Mentalität haben, wir wollen einfach auch dem Fan zeigen, dass wir kämpfen. Und ich hoffe, dass wir uns in diesem Spiel auch dafür belohnen werden. Okay, danke schön. Danke dir, Bernd. Jetzt habe ich gesehen, bei Herrn Schläge ging noch mal das Mikro an. Haben Sie denn noch eine Nachfrage? Ja, zwei kurze hätte ich hier nochmal. Zum einen, Reno, angesichts der ganzen Situation würdest du schon sagen, dass in diesem Spiel die Gäste die Favoriten sind? Und zum zweiten, du hast mit Pascal Destreau einen hier in Dresden sehr bekannten, beliebten Spieler in deinen Reihen, ich glaube sogar auch zum Kapitän gemacht, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Was zeichnet diesen Spieler aus und wie wichtig ist er gerade in der Situation, in der ihr jetzt seid? Ich überlege gerade mal, wie war nochmal die erste Frage? Die zweite Frage, Ob du ja. siehst, ob du denkst, dass angesichts der Gesamtsituation Dynamo schon jetzt irgendwo als Ja. Favorit in dieses Spiel geht? Ja, man sieht einfach, dass Dresden mittlerweile sich gefestigt hat. Das hat sicherlich auch eine Zeit gebraucht, wie einfach vieles, wenn man eben kontinuierlich arbeitet und auch einen Plan verfolgt. Ja, man diese Stabilität und Festigkeit hat, dann kann eben was Gutes draus werden. Im Moment ist Dynamo Dresden ja wirklich formstark. Man sieht den spielerischen Ansatz, man sieht die Robustheit, man sieht den Plan mit den schnellen Außenspielern. Das macht alles Sinn und hat einen gewissen Flow. Und natürlich treffen wir auf eine Mannschaft, die formstark ist, die mit Selbstvertrauen zu uns kommt. Und ja, Favoritenrolle, das sind immer Dinge, die
ihr sehr gerne macht, wer ist Favorit, wer nicht. Wir wissen, was auf uns zukommt. Es wird eine riesen Herausforderung, die wir uns aber total offen stellen. Wir stellen uns mit unserem Kampf, mit unserer Mentalität halt mal dagegen. Und wenn wir dann in gewissen Bereichen gute Ballgewinne erzielen, dann werden wir auch unsere Torchancen dagegen halten. Und dann müssen wir gucken, was am Ende dabei rauskommt. Wer als Sieger vom Platz geht, ich wünsche mir natürlich, dass wir uns belohnen, gar keine Frage. Aber vorher müssen wir ganz, ganz hart arbeiten. Paco Testroth, ja, ist ein wichtiger Spieler für uns, definitiv ein Spieler, der den Auftrag hat, Tore zu schießen. Wir müssen auch zusehen, dass wir auch Paco in diese Situation bekommen. Wir müssen zusehen, dass auch Paco ganz fleißig bleibt, immer wieder den Gegner auch in der ersten Linie vor Probleme stellt. Das sind alles so Dinge, die sich auch weiter einspielen müssen, die immer besser werden. Und ja, Paco hatte auch die ein oder andere gute Torchance, die eben nicht reingegangen ist. Und da werden wir auch zusehen, dass wir da unser Glück auch wieder erzwingen, dass wir da wieder, dass wir einfach alle weiterhin positiv bleiben, dass wir an unsere Chancen glauben, dass wir gegen Widerstände ankämpfen, dass wir einfach immer wieder unsere Mentalität auf den Platz bringen. Und das ist das, was wir jetzt tun. Sie sind zufrieden, Herr Schlegel? Ja, bin ich. Vielen Dank. Und Pepper. Der Rest denn auch? Schaut aber fast so aus. Gut, dann war das jetzt auch schon die Pressekonferenz vor unserem Flutlichtspiel am morgigen Montagabend. Ja, ich denke mal, den großen Teil von euch sehen wir morgen dann im Audi Sportpark. Ansonsten hören und sehen wir uns bei der nächsten Pre-Match-PK. In dem Sinne, schönen Restsonntag und macht's es gut. Ciao, servus. Servus.